toch. Jullie gaan binnen al hard. Ja. Sie fasst, ich weiß, was sie fasst auf. Auf. Geh weg, geh weg. Ich glaube, sie will durch. Nicht wackeln, Emma. Nicht den Schwanz anfassen, du Dummi. Ich kann nichts dafür, dass sie mir irgendwie eine Art folgt. Ich glaube das. Ja, 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 du sollst mich wie anfassen, einfach so. Oh, das ist richtig so weich. Oh. Nein, bitte. Hm. Soll ich die fangen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Sie sieht so süß aus. Ich weiß. Ja. Wir müssen sie so anfassen können. Nein, Maria, hör auf. Ich glaube, sie will mit uns werden. Geht's dir gut? Wo ist deine Mama, du kleine Mama? Maria, hol ein großes Blatt von Rhabarber oder so. Ja, hol dein großes Blatt, aber lass ihn. Hier. Soll ich dir? Soll ich dich an? Nein. Nein. Das ist das nicht. Eine echte Maus. Ja, du kleine Maus. Komm, komm. Komm drauf. Die Maus weiß, was sie machen soll. Drauf. Die isst was. Was ist sie denn da? Hier ist was da, guck mal. Ah, die ist da ein Korn. Feldmaus. Mama, das ist eine Feldmaus. Die hat sensitive Ohren. Ist deine Mama? Mama, bringst du ein paar Kürbiskerne oder so? Darf ich jetzt? Hol Mama, Jan, hol Kürbiskerne. Nein, nicht den Schwanz anfassen, einfach so, du kannst. Die ist eine Feldmaus. Ja, okay. Vielleicht kommt auf die Seite. So, und jetzt müsst ihr sie schälen. Schält. Schält ein paar. Nimmt die das ab. Hier, ich nein, nicht hier. So, nicht so. Ich bin doch gut gefühlt. Okay, dann so. Hier. Du kleine Maus. Riechst du was Gutes? Komm, und dann haben wir hier auch. Hin. Wir haben auch hier noch eine für dich. Holzchenfahrt ist nichts Schlimmes. Und mach dann ganz viele hier hin. So, hier machen wir dann Schuhe aus dem Stab und jetzt lass es da so. Hier willst du einfach. So, und jetzt lass sie. Das geht nicht schon. Ja. Gibt's noch eine für dich? Hast du? Sie riecht zuerst. Ob sie etwas mag. Kürbiskerne, ganz lecker. Ja, die sind hier oben ganz viele. Nee, die isst noch. Die isst noch ihren Kern. Was ist das für ein Kern der Lerbse? Von mir. Ja, die haben wir rumgeschossen. Vielleicht. Oh, stopp, ich hab noch mehr. Oh, Erbsen, Jan. Darf ich einen nehmen? Wasch erstmal die Hände. Willst du? Was leckeres? Ja, ja, du. Willst du noch was Besseres? Lass mir bleiben. Was Besseres? Mach. Willst du auch Erbsen? Du bist doch wegen ihm gekommen. Ah. Komm auf das Blatt und sei ganz brav. Ja, nur Erbsen für dich, du kleine Maus. Ja, mach ganz viele jetzt hier rauf. Ja, da oben sind ganz viele. Du musst nur noch hier dahin kommen und sie hier holen. Ah, das habe ich sie gefunden, die kleine Maus. Guck, sie
Kürbiskerne sind sehr lecker. Sie können aber richtig so süß. Willst du hoch? Kleine Maus, willst du hoch? Dann bringen wir dich zu deinen Eltern. Wo sind deine Eltern, du kleine Maus? Kurz jetzt. Nice. Ja, noch ein bisschen weiter. Du kleine Maus. Ich mag dich, du kleine Maus. Ja, auf das Blatt. Bleib schön da. So, wer traut sich das? Ganz vorsichtig. Ich. Nicht die Maus, sondern das Blatt. Oh. Hast du die Gefahr gewittert? Tut mir leid. Ja, komm auf das Blatt, auf das Blatt. Da sind ganz viele gute Sachen. Das bin ich, du kleine Maus. Ich denke, sie ist irgendwas mit ihr los. Nein, die ist ganz okay. Ja, Essen ist gut. Ihre Händchen sind richtig süß. Mach deine Fährte bis zu dem Teil, wo das Mauseloch ist. Ich weiß nicht, was ich hier mache. So eine riesengroße. Kann mir jemand eine ganze Tüte davon geben? Ja. Holt alle etwas und eine Fährte macht ein Pferd. Ja, guck mal. Nimm die Hand weg. Ja, bist du? Du bist hier ganz brav. Richtig brav bist du, du kleine Maus. Willst du zu deinem Haus? Komm, hier haben wir richtig. Mal. Aber wieso können wir sie nicht abschieben, richtig lieb abschieben? Ich hole ein bisschen Wasser für sie da. Willst du was zu trinken? Jan, hol ein kleines, einen kleinen Trog von, für, nee, Jan, und hol aus, in der Sandkiste sind kleine, Formen, und die kannst du benutzen, hol eine. Hier, für dich Wasser, lecker Wasser. Wasser für dich? Wir müssen sie auf den Blatt legen. Ganz liebes Mäuschen. Bist du auf Marias Hand? Ja. Willst du Wasser haben? Wasser haben wir hier für dich. Wasser. Ein Wasser. Ey, du musst nicht deine Hand. Sogar noch mehr Wasser kriegst du, Mäuschen. Nimm die Hand mal aus dem Weg. Guck mal, die will das trinken. Guck, die trinkt das. Jan, hol schnell die Sachen. Hol schnell eine Form mit Wasser. Ja, ich habe auch Wasser hier ein bisschen für dich. Hast du auch was zu essen? Hier oben ist auch was zu essen. Ja, lauf, lauf. Lauf, bist du mit? Komm. Super. Ja, hier, willst du trinken? Ja, zum Wasser trinken. Trinken? Willst du das? Die macht sich ein Bad. Gut. Dann müssen sie zu dem Mäuseloch anbringen. Wir müssen aber noch einen kleinen Abschluss machen. Ein bisschen Wasser. Willst du baden dich? Sie kühlt sich ab. Man sieht, dass sie sich kühl ab. Sie kühlt sich ab. Ich mache heute. Nicht. Nee, zweiter Tag. Sie ist ja hier. Ja. Nicht auf dich. Stopp, sei leise. Ich war auf Jans Schuh. Sie war auf meinen Schuh. Wieso erlaubt mir Jan nicht auf meinen Schuh zu haben? Lass sie! Ah, ich hab sie richtig auf meine Hand gehabt. Nicht so abgemein sein zu die kleine Maus. Nicht einfangen die doch. Das war nein! Das. Oh, ich hab sie so richtig so angefasst. Halleluja! Pass auf. Jetzt willst du hoch. Oh, was packt sie denn? Renn da? Schnell rum. Komm. Wir tun nichts Böses. Wir bringen dich nur für deine Mama. Mama? Guck mal, hier habe ich einen Fuß. Du kannst darauf klettern. Magst du klettern? Oh, ich denke, sie braucht ein bisschen Abkühlung. Mach für sie Schatten. Schatten. Und Wasser. Der Schatten ist nicht auf ihr. Ja, so. Machst du das? Gut überlebst du, kleines Mäuschen. So, hier deine Hand zum Weg.
eine richtige Majestät. Aus einer richtigen Majestät ein Bad. Macht den Schatten jetzt hier hin? Da ist Schatten und alles ist Wasser. Ja, komm, komm. Hier, darauf. Und jetzt vorsichtig. Ist sie schon wieder da? Nein, wir müssen sie da drauf haben. Die Brüte hier. Ja, Maria, tu den Schatten mehr nach da. So, willst du wieder in den Schatten? Kleines Würstchen. Nur so sich abkühlt. Jetzt sehen wir dich vorsichtig hoch. Aufpass, vorsichtig, das ist eine Maus. Eine Maus, springen. Sie kann springen, aber wir sind nicht unbedingt zum Mäuseloch. Wir haben sie nicht abgeschiedet. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, aber nicht, dass sie zum Mäuseloch geht. Hier, so. Sie kann immer wieder zu uns zurückkommen. Jetzt ist sie im Schatten. Ja, kleine Maus, wenn du gehen willst, dann geh. Nein, nicht gehen. Ja, tschüss, sagen alle tschüss. Tschüss. Winky Winky, Maria, mach das nicht. Tschüss. Winky, aber ich will, Winky, dass ich wieder nicht mehr gehe. Sie kann uns so oft besuchen. Ah, da ist ein Schatten. Deswegen geht sie dahin. Sie geht zum Schatten. Ja. Maria, gut, und sie hat es versteckt.